Einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass ihr mit dabei seid. Hier ist Anwurf, das Handballmagazin, live auf Twitch bei Sprungwurf TV. Freue mich sehr auf einen sehr, sehr spannenden Abend. Wir sehen es überall. Die Einschläge von Corona kommen näher, auch im Handball. Jetzt hat es den Profisport auch erwischt. THW Kiel, SG Flensburg-Handewitt in der Bundesliga abgesagt. Zwei Corona-Fälle in der Nationalmannschaft und die Einschläge kommen auch immer weiter runter. In der zweiten Liga viele Absagen gab dann in der dritten Liga bei Barmbek gegen Ostsee ein Super-Spreader-Event mit zahlreichen Corona-Fällen und. Wir erleben es in allen Ligen eigentlich gerade. Und was bedeutet das eigentlich für den Amateurbereich? Was bedeutet das für den Handball in Schleswig-Holstein? Da wollen wir heute drüber sprechen mit dem Handballverband Schleswig-Holstein, genauer gesagt mit dem Präsidenten. Dirk Petersen ist heute Abend da. Guten Abend, Dirk. Einen schönen guten Abend allerseits. Hallo. Und der Geschäftsführer ist auch zugeschaltet, Sascha Zollinger. Moin, Sascha. Auch von meiner Seite einen schönen Abend. Hallihallo. Ich freue mich sehr, dass das klappt, dass ihr Zeit habt, in der nächsten Stunde mit uns drüber zu sprechen. Falls ihr Fragen habt zum Handball in Schleswig-Holstein, wir werden das alles weiterreichen, dann könnt ihr das hier natürlich sofort im Chat stellen. Was müsst ihr machen, um im Chat Fragen stellen zu können? Da braucht ihr einen Account hier bei Twitch, der ist aber kostenlos, also einfach registrieren und dann könnt ihr schon eure Fragen losschicken. Das werden wir sofort an die beiden weiterreichen. Aber die wichtigste Frage an euch beide, Dirk, Sascha, vorneweg, wie geht es euch? Ja, den Gesamtsituationen entsprechend ja, sind wir voller Spannung. Auf die Frage, wie geht es, natürlich, irgendwie geht es gut, aber irgendwie hat man auch tagtäglich seine Gedanken gebunden an der jetzigen Situation mit der Fragestellung, wie geht es weiter, was macht das mit uns? Aber im Großen und Ganzen geht es gut. Und als ich heute Morgen so ein bisschen gehört habe, es gibt auch irgendwie jetzt mittlerweile um die Diskussion, Zentren zu gründen, wo dann die Impfungen durchgeführt werden, dann glaube ich, das ist ein positives Signal, dass wir noch ein bisschen aushalten müssen und dann vielleicht ja, irgendwann auch tatsächlich das als eine schlimme Geschichte hinter uns lassen können. Sascha, wie sieht es bei dir aus? Mir persönlich und meinen Lieben geht es den Umständen entsprechend auch gut. Wir halten uns tatsächlich an die Worte unserer Bundeskanzlerin und versuchen, unsere Kontakte auf 25% zu beschränken. Wir sind mit der Geschäftsstelle ins Homeoffice, was wir ja in der Phase ab von März bis Juni auch schon hatten, zurückgegangen. Die entsprechenden Verhaltensweisen die funktionieren natürlich einwandfrei jetzt mit der zunehmenden Digitalisierung. Und ja, wir haben einfach den Krisenmodus wieder inne. Kurz nach Mitternacht RKI-Zahlen gucken, wie die tagesaktuellen Themen sind. Morgens um 10 Joe fix mit den Mitarbeitern, Austausch mit den Präsidiumsmitgliedern, insbesondere mit Dirk als Präsident, auch mit Marco Piotraschke, auch mit unserem Schiedsrichter Wartkolja Szczepanik erfolgt täglich. Und ja, wir sind natürlich jetzt im Lockdown nicht untätig und versuchen uns auch dort entsprechend tagesaktuell auf dem Laufenden zu halten. Das ist eigentlich genau der Stichpunkt, mit dem ich auch einsteigen würde tatsächlich. Was macht ihr gerade? Und um mal den roten Faden ein bisschen der Sendung zu skizzieren, dass wir vielleicht mal starten mit, was ist gewesen? Ich erinnere mich an die Pressekonferenz bei der Landesregierung, Dirk, wo du auch gesprochen hast. Das war im August. Wie es dann weiterging, Stichwort Return to Play. Wir sind wieder in die Hallen gegangen. Es gab wieder Handball. Dann haben uns die Zahlen überrannt. Jetzt ist wieder der Lockdown da. Im Handball ist es kein Lockdown-Light im Amateurhandball, sondern wir spielen gar nicht. Und wenn wir mal schauen, was war, wie ist gerade der Stand? Und dass wir vielleicht zwei, drei Szenarien, die ihr vielleicht im Kopf habt, mal skizzieren. Es kommen auch super viele Fragen schon rein, aber alles tatsächlich, alles auch so Szenarien theoretischer Art. Was ist, wenn? Das stellen wir nachher alles, aber da kommen wir dann im Laufe der Zeit zurück. Aber Dirk, wenn wir mal da starten, wo wir dich gesehen haben, im Fernsehen, im Radio, was du zu hören, im Internet zu sehen, das war eine ganz schön große Sache, diese Pressekonferenz, weil da ging es tatsächlich für den Handball in Schleswig-Holstein, das ist jetzt nicht untertrieben, um alles. Ja, also man müsste noch ein bisschen vorher anfangen. Wo waren wir als Verband? Wie waren wir wahrgenommen im Vorfeld dieser ganzen Katastrophen, die da so entstanden sind? Und man darf auch dahin blicken, dass wir feststellen dürfen, dass seit dem Mitte August, wo wir uns auch gemeldet haben und gesagt haben, was ist denn mit uns, was passiert mit uns, wirklich auch in der Landesregierung auf offene Ohren gestoßen sind.
und die Einladung oder der Anruf von Daniel Günther damals, wo er mir sagte, ja, wir versuchen alles möglich zu machen, der fußte einfach auch auf der Tatsache, dass wir als Sportler nicht verstehen konnten, wieso wir mit unseren guten Hygienekonzepten, mit all dem, was wir sozusagen als Vorleistung, Dokumentationsebenen, mit Hunter for All, genau zu wissen, wer es wann an welchem Standort, mit den Hygienekonzepten in den Hallen, speziell auch die unterschiedlichen, da war es schon so, dass wir gedacht haben, wir könnten in die Hallen und einen Anruf zu bekommen, der dann sagt, der dann heißt, wir kümmern uns um euch, wir sehen, dass ihr in Not seid. Das fand ich ganz großartig. Und im Anschluss daran haben wir uns ja dann auch mit dem Gesundheitsminister Gab und mit der Innenministerin Vitalin Wag zusammengesetzt in einer Konferenz und haben wirklich ein ganz ehrlichen Austausch gehabt, der uns dann auch die Türen wieder geöffnet hat. Und diese Kommunikationsebene, die haben wir eigentlich jetzt auch noch. Und wenn man dann mal betrachtet, was ist gewesen, was hat uns begleitet in der Zeit danach, wo wir auch wieder in den Hallen waren, da haben wir uns immer gefragt, wie lange geht es gut und was passiert? Was passiert wann und wie? Und wir haben dann am 26.10. ja eine Sitzung mit den Kreishandballverbänden, eine Dringlichkeitssitzung einberufen, wo ich auch sehr froh war darüber, dass wir noch eine Präsenzveranstaltung hinbekommen haben, die dann deutlich gemacht hat, dass es notwendig war, mit unseren Mitgliedern, den Vorsitzenden der Kreishandballverbände, darüber zu sprechen, was passiert, wenn. Und wir sind zu dem Entschluss gekommen, das in einen Satz zu fassen. Wir wollen so lange spielen, wie die Politik uns das ermöglicht. Und wir müssen dann aussetzen, wenn die Politik uns das verbietet. Das war der 26.10. Das war eine gute Sitzung, weil wir alle auf den gleichen Wissensstand gebracht worden sind. Am 27.10. dann hat der Ministerpräsident sozusagen für Schleswig-Holstein einen alleinigen Weg skizziert, wo gesagt wurde, ihr dürft mit 10 Personen in der Halle trainieren. Damit war natürlich jeglicher Spielbetrieb nicht mehr möglich, aber wir sind an dem Tag davon ausgegangen, dass wir spielen dürfen und unseren Zweck, der satzungsgemäß auch ganz klar deutlich beschreibt, dass wir ein Verband sind, der Handballspielen ermöglichen soll und nicht verhindern soll. Und wir waren so froh darüber, dass zumindest das noch ein bisschen bleibt. Und am Tag danach schon wurde der Beschluss von unserem Ministerpräsidenten kassiert, will ich nicht sagen. Ich glaube, im Einvernehmen aller der meisten Ministerpräsidenten wurde also dem Antrag von der Bundeskanzlerin zugestimmt. Und das, glaube ich, und deswegen hole ich so weit aus, ist das erste Mal eine Entscheidung gewesen, wo nicht der Sport im Vordergrund steht, sondern die Gesundheit der Menschen und die Angst vor diesen rasant steigenden Zahlen. Und ich war an dem Tag, als ich das dann hörte, richtig geschockt, weil ich gedacht habe, so schlimm sieht es doch gar nicht aus. Und wenn wir dann mal auf das Dashboard vom RKI gucken, und wir sehen uns andere Bundesländer an, dann können wir sehr wohl wahrnehmen, dass es schlimm aussieht in einigen Bundesländern. Und ich daher wirklich auch die Entscheidung mittragen konnte, dass wir erstmal runterfahren müssen. Aber es war schon sehr verwunderlich, dass von Tag auf Tag neue Entscheidungen gefällt wurden. Und wir sind, und da ist Sascha ja wirklich auch jemand, der das sehr, sehr ernst nimmt, da kommen auch um 0 Uhr nachts noch die Informationen an die Vereine, wenn neue Erlasse aus der Landesregierung an uns gesendet worden sind. Und da sind wir also jetzt natürlich in einer Phase der letzten 4 Wochen, die uns große Angst einflößt, weil wir wissen nicht genau, wie lange es dauert und was passiert. Ja, da war schon ganz viel drin, aber da möchte ich einmal ganz kurz an 2, 3 Punkten einhaken. Erstens, du hast gesagt, das hat dich ein bisschen überrascht mit dieser, wenn wir diesmal die Woche X nennen. Montagabend habt ihr Sitzung, Dienstag gibt es die Bekanntgabe im Oktober von Daniel Günther. Am nächsten Tag war die Ministerpräsidentenkonferenz mit der Bundeskanzlerin gemeinsam. Du sagst, es gibt immer noch den guten Austausch, die Kommunikationsebene mit der Landesregierung, unter anderem mit Sabine Süderlin-Waag als Innenministerin.
Warum wart ihr dann überrascht am Dienstag von Daniel Günthers Entscheidung? Und also nicht nur seiner Entscheidung, aber er hat es bekannt gegeben. Also wir sind dann ja, er hat es bekannt gegeben und wir sind dann ja unmittelbar am 29.10. wieder zu einer Videokonferenz eingeladen worden. Und da hat die Staatssekretärin Christina Herbst und Frau Dütterling-Wag noch einmal ganz deutlich gemacht, dass ich will es mal so sagen, dass einfach die Situation es nicht zulässt, jetzt um größere Lockerungen zu kämpfen, weil einfach die Zahlen sowas von angsteinflößend waren, das konnten wir in diesen auch wieder sehr, finde ich, immer konstruktiven Gesprächen auch gut nachvollziehen. Das muss ich sagen. Aber es haben sich die Ereignisse überschlagen und trotzdem sind wir in einer guten Kommunikation geblieben. Und wir haben uns damals, wurde uns mitgeteilt, dass wir uns in 14 Tagen wieder treffen zu einer Videokonferenz. Und diese Einladung ist gestern erfolgt. Das heißt, am 17.11. werden wir wieder mit den Ministerien zusammensitzen. Und die Innenministerin hat uns damals gesagt, die Zahlen, ob die Zahlen es zulassen, Tendenzen zu benennen, müssen wir dann entscheiden. Das heißt also, mit ganz großer Spannung gucke ich auf zwei Bildschirme. Das eine ist einmal die Infektionszahlen in Schleswig-Holstein und das andere ist ja auch der Ausfluss von außen. Du hast es vorhin gesagt, was passiert in den Bundesligen, die dritte Liga hat ausgesetzt und. Also wo landen wir da insgesamt? Denn es geht nicht nur darum, dass wir sagen, toll, wir dürfen wieder spielen. Es muss auch möglich sein, dass die Spielerinnen und Spieler innerlich bereit sind, auf die Spielfläche zu gehen. Und da sind wir an einem Punkt, der noch sehr angstbesetzt ist. Denn einige Spieler haben auch Angst davor, einfach wieder in den Spielbetrieb einzutreten, um in sich selbst und auch einen Arbeitsplatz, der vielleicht in Gefahr steht, da nicht in einen besonderen Fokus zu rücken. Ich will das gerne noch mal ein bisschen ergänzen. Wir haben aus der damaligen Sicht, wir haben ja eine sehr dynamische Entwicklung. Das wissen wir ja in der Corona-Pandemie. In einer Woche können die Situationen sich schon wieder komplett ändern. Schleswig-Holstein ist aus damaliger Sicht am 26.10. im Kontext der Bundesländer in Deutschland schon fast eine Insel, gemeinsam mit Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel gewesen. Und wir hatten damals ein Ampelsystem von der Landesregierung mit sogenannten Inzidenzwerten, dass man bis zu Inzidenzwerten von 35 guten Gewissens Handball spielt auf 100.000 Einwohner. Da brauchen wir auch nicht drüber streiten. Das ist für jeden rational denkenden Mensch komplett logisch, dass man in diesen Inzidenzwerten auch gut Amateursport betreiben kann. Dann hatten wir eine Phase von 35 entsprechend bis 50, wo man halt ohne Zuschauer Handball spielen sollte. Und über 50, da ist dann natürlich kein Sport in dem Moment mehr möglich gewesen. Das sind die geltenden Regelungen der Landesregierung am Montag, den 26.10. gewesen, um es mal auf den Punkt zu bringen. Auf Basis dieser Inzidenzwerte, dieser Ampel, haben wir mit den Kreishandballverbänden gemeinsam beschlossen, einstimmig, dass wir Handball im Rahmen der politischen Regelungen weiter möglich machen wollten. Noch am Wochenende vorher haben 4/5 unserer Mannschaften in Schleswig-Holstein ohne großartige Probleme, ich rede jetzt von unserem eigenen Spielbetrieb, nicht unbedingt von dem Spielbetrieb der Kreishandballverbände, wo die Kinder morgens um 9 in der weiblichen E spielen, sondern über den der SH-Ligen, der Landesligen Erwachsene und der Jugend, ab der C-Jugend, haben 4/5 gerne Handball gespielt. Sicherlich gab es auch 1/5, wo es Bedenken gab. Bei diesen Menschen sind wir sehr, sehr kulant unterwegs gewesen. Und wenn sich zwei Vereine geeinigt haben, haben wir die Spiele natürlich auch abgesetzt und auch kostenfrei abgesetzt. So. Da kam für uns relativ überraschend am Dienstag, den 27.10., dass Daniel Günther die aus der damaligen Sicht dann diese, sagen wir mal, eigenmächtige Geschichte mit dem Vorpreschen als Ministerpräsident gemacht hat. Die Hintergründe waren uns ja auch nicht so großartig bekannt, muss man fairerweise sagen. Und einen Tag später wurde das auf Bundesebene dann ja kassiert. So. Und als wir dann am Donnerstag, den 29.10., die Möglichkeit hatten, und das ist schon wirklich auch mal ein Erlebnis gewesen, auch weil das nicht selbstverständlich ist, mit der Landesregierung in die Videokonferenz zu gehen, sind uns die Beweggründe natürlich auch erklärt worden, weil weder die Gastronomie noch wir im Amateursport haben uns irgendwie in den Monaten irgendwo was zu Schulden kommen lassen.
und haben da eigentlich, da muss ich mal eine Lanze brechen für die schleswig-holsteinischen Handballer, für die ehrenamtlichen Menschen in den Vereinen, denn meine Kollegen und ich, wir waren in den Hallen und konnten uns von wirklich sehr guten Hygienekonzepten da auch überzeugen. Die haben da einen Riesenjob gemacht über die ganzen Monate. Ne? So. Und, ich verstehe, wenn ich da ganz kurz einhaken darf, viele sind, der Großteil sicherlich, der Meinung, absolut, dass die Spielunterbrechung mitgetragen wird, aber könnt ihr auch diejenigen verstehen, die sagen, wir haben so gute Hygienekonzepte, warum mussten wir so lange die entwickeln und jetzt müssen wir wieder absetzen, jetzt scheinen die ja doch nichts zu bringen. Also die Fragestellung ist eigentlich berechtigt, das ist klar, denn das ist ja auch unsere Haltung. Wir haben quasi seit März an Hygienekonzepten gearbeitet, die dann irgendwann ja auch mal in die Anwendung gebracht werden sollten. Und die Leute, die einfach Handball spielen wollen und für die das selbstverständlich ist, dass man das jetzt auch in Corona-Zeiten tut, und davon gab es eben gesagt 4/5 an dem Wochenende davor, die hört man ja nicht auf Facebook oder die laufen nicht irgendwie durch die Gegend und beschweren sich, dass das unverantwortlich wäre. Die deutlich kleinere Gruppierung zu dem Zeitpunkt, die durchaus auch mal bei uns sich gemeldet hat, die hörst du aber umso mehr. Und natürlich haben wir für beide Seiten komplett Verständnis, weil alle gehören zur Handballfamilie. Und deswegen haben wir versucht, beiden Seiten gerecht zu werden. Und wir haben immer betont, dass wir innerhalb der Regularien der Landesregierung Handball anbieten. Übrigens ist das laut Satzung, Paragraph 2, unsere wichtigste Aufgabe, den Handballsport in Schleswig-Holstein zu pflegen und auch in Corona-Zeiten anzubieten. Denn wenn wir das nicht tun würden, dann dürfte man auch gerne mal fragen, wofür seid ihr eigentlich da als Handballverband? Und an der Stelle haben wir unseren Auftrag verdammt ernst genommen, Kinder in den Sport zu bringen und den auch so lange wie es geht aufrechtzuerhalten. Und um deine Frage dann auch mal abschließend zu beantworten, natürlich haben wir für beide Seiten Verständnis und insbesondere auch für die größere, sagen wir mal, Anzahl von Sportlern, die zu dem Zeitpunkt gefragt hat, warum dürfen wir unsere Hygienekonzepte jetzt nicht umsetzen. Ich würde ganz gerne noch mal ergänzen. Die Hygienekonzepte, die bis zu dem Lockdown gegolten haben, die gelten ja weiterhin. Das ist doch für uns auch ein super Argument zu sagen, die Hygienekonzepte stehen. Wir möchten wieder starten, wir steigen ein mit unseren guten Konzepten, teilweise sogar verbessert. Und das heißt ja nicht, dass diese Hygienekonzepte, die damals entwickelt worden sind, jetzt nicht mehr benötigt werden. Genau die benötigen wir, die benötigen wir auch weiterhin. Ich brauche sie jedenfalls als Argumentation der Politik gegenüber, dass wir da nicht nachgelassen haben, dass wir weiterhin sehr, sehr, sehr intensiv prüfen und prüfen lassen, dass die Hygienekonzepte eingehalten werden. Wir müssen einfach dahin kommen, dass das Vertrauen zu uns durch die Politik in der Frage, sind die Hygienekonzepte verlässlich? Denn wir reisen nicht durch Europa. Wir sind in unserem Schleswig-Holstein und wollen in Schleswig-Holstein Handball wieder möglich machen. Und zumindest in erster Linie das Training. Und dazu gehören weiterhin die guten Hygienekonzepte. Es ist in keinem Fall eine Arbeit, die jetzt nicht benötigt wird. Ja, und ich möchte nochmal dahin zurückkommen. Ich hatte vorhin gesagt, das eine war für uns sportlich nicht nachvollziehbar. Jetzt müssen wir einfach auch anerkennen, dass wir mit den Infektionszahlen über 23.000 waren. Und deswegen packen wir die Hygienekonzepte nur einen Moment zur Seite. Und sobald wir wieder den Sport in den Vordergrund rücken dürfen, weil die Zahlen uns nicht mehr emotional zu fassen haben, dann können wir wieder die Hygienekonzepte nutzen und gehen wieder in die Hallen. So muss das sein. Dass die Zahlen so hoch waren, dass irgendwann auch ein Hygienekonzept an die Grenzen kommt, hat ja auch Barmbek gegen Ostsee gezeigt, wo dann der ein oder ein Spieler noch symptomfrei, ohne es zu wissen, in der Halle ist und dann kannst du ein super Hygienekonzept haben. Am Ende sind sehr, sehr viele infiziert. Ja. So waren eben die Zahlen. Und dann drücken wir mal die Daumen, dass das alles wieder runtergeht. Jetzt wollen wir mal schauen, wie gerade der Stand ist und so weiter. Bevor wir das tun, Stichwort Kommunikation. Ihr habt diese Woche X angesprochen. Es gab vor der Daniel-Günther-Pressekonferenz eure Präsidiumssitzung am Montagabend. Es gab dort, das fand ich sehr, sehr spannend zu verfolgen, es gab dort einen Post von euch, wo ihr gezeigt habt, wie ihr gemeinsam in Neumünster in der Geschäftsstelle sitzt, wie ihr
das Ganze diskutiert und dass ihr das Ganze aufarbeitet und dann bekannt geben werdet. Daraufhin gab es, ja, kann man von einem Shitstorm sprechen. Es gab sehr, sehr viel Wirbel in den sozialen Netzwerken, wo es Kritik hagelte, warum jetzt nicht schnell und sachlich kommuniziert wird. Habt ihr das aufgenommen, daraus gelernt oder wie ist das überhaupt entstanden? Das kann ich dir gerne sagen. Also die Aufgabe eines Handballverbandes und dafür stehen wir, glaube ich, mit diesem Präsidium und auch mit unserer hauptamtlichen Besetzung, seit wir jetzt hier eine Social Media und Presse- und Öffentlichkeitsarbeit mit täglich zwei Posts machen. Damit sind wir in Deutschland in dem Bereich, was die Landesverbände angeht, ziemlich gut unterwegs. Die ist zunächst mal als Verband in den zuständigen Gremien zu informieren. Ich mache das mal ganz plakativ, auch mal für den geneigten Handballinteressierten. Da ist Jogi Bitter oder Marian Michalczyk jetzt aus Estland mit einer Corona-Infektion wiedergekommen. Und bevor sowas dann in die offiziellen Kanäle geht, gibt es dann eine Pressemitteilung auch an uns, an die Landesverbände, dass irgendwann heute um 18 Uhr da eine entsprechende Information rausgeht und wir dann jetzt die schon früher haben und bis dahin eben dicht halten sollen. So, wenn ich das jetzt mal auf uns und unsere Montagabendgeschichte dann spiegel, dann haben wir dort gesessen bis ca. 23 Uhr, haben gemeinsame Beschlüsse gefasst mit den ersten Vorsitzenden der Kreishandballverbände. Dann machen wir natürlich einen Post, weil viele Leute auch wussten, dass wir diese Sitzung haben, dass wir sie durchgeführt haben. Das gehört irgendwie ein Stück weit zur Social Media dazu, dass man den Leuten auch mal transparent macht, wie so eine Sitzung abläuft. Aber bevor natürlich dann die Vereine, die haben ja gemeldete Ansprechpartner bei uns, nicht einmal über den offiziellen E-Mail-Verteiler informiert werden oder dann eben die Kreishandballverbände in ihren Gremien die Ergebnisse der Sitzung am nächsten Dienstagmorgen, wo man das nochmal sauber aufarbeitet, in Beschlussform nicht bekommen, wird ja niemand, der in Social Media tätig ist, von uns eine offizielle Info bekommen. Das ist nicht unser Anspruch, das wird auch nie unser Anspruch sein. Wir sind dann tagesaktuell einen Tag später in der Nachbereitung und geben das rum. Wenn das dann von dem einen oder anderen geneigten Handballinteressierten so aufgefasst wird, dass wir dort ein zeitliches Gap haben, was inakzeptabel ist, dann ist das eine persönliche Meinung im Internet, die wir, weil wir souverän sind, da unten eben auch in den Kommentaren stehen lassen und nicht irgendwie löschen. Denn Shitstorm ist ein bisschen viel, also beleidigende Sachen waren da jetzt nicht unbedingt drin, die würden wir dann auch rausnehmen. Aber da können wir niemandem helfen. Also wir haben zunächst mal eine Verpflichtung, in den satzungstechnischen Gremien zu kommunizieren und die Vereine auf dem offiziellen Weg, und das ist immer eine E-Mail an einen Handballabteilungsleiter, dann eben auch zu informieren, und erst danach, zeitversetzt, kommt dann in Social Media eine entsprechende Kommunikation. So ist das im normalen Business. Das ist vielleicht auch eine durchaus gute Frage von dir, Form, dass man dem einen oder anderen, der jetzt hier interessiert zuguckt, das auch mal so rübergibt. Und die Leute, die in den Vereinen organisiert sind, beispielsweise Spieler in irgendwelchen Mannschaften, die können dann gerne bei ihren Abteilungsleitern einmal fragen, wann die offizielle E-Mail von uns gekommen ist. Und die wird in der Regel immer vor dem Social Media Post dann sein. Da treffen ja so ein bisschen zwei Welten aufeinander, nicht? Diese eine erstmal ausführliche, ich will jetzt nicht sagen langsame Arbeit, aber weil es einfach detaillierte Arbeit ist sozusagen. Ja. Und ja, die sehr schnelllebige Social-Media-Welt. Das bedeutet, wenn jetzt euer Post, der am 26. Oktober nachts oder spätabends, 23:30 Uhr, ging die Sitzung offenbar erst zu Ende, kommt, dann ist es natürlich, so höre ich raus, verfrüht, wenn man morgens um 7.30 Uhr schon schimpft und sagt, warum gibt es noch keine Ergebnisse sozusagen kommuniziert. Wann könnte man denn dann mit Ergebnissen rechnen für alle, die nicht in so einem Verteiler drin sind, weil sie vielleicht nur Fans sind? Das ist genau die Frage, die ich gerade schon so ein bisschen vorweg beantwortet habe. Also Menschen arbeiten zu bestimmten Uhrzeiten. Wenn die schon abends bis 23:30 Uhr ehrenamtlich dort sitzen und Schlüssel fassen, dann werden die am nächsten Morgen Richtung 8 Uhr wieder anfangen zu arbeiten. Dann hat man nochmal eine Abstimmung über die eine oder andere Formulierung, weil solche Formulierungen offiziellen Schreiben an Gremien, die müssen auch wirklich auf dem Punkt sein, weil man hinterher unter anderem ja auch dafür zum Teil zur Verantwortung gezogen wird. Dann guckt der Petersen nochmal rüber, dann guckt Marco Piotraschke nochmal rüber, dann stimmt man sich nochmal gemeinsam in der Nachbereitung, in der Videokonferenz nochmal kurz ab oder macht nochmal ein paar Screenshots, die per WhatsApp dann rübergeben, und dann gibt es eine Freigabe. Und wenn so eine Freigabe aus dem Präsidium kommt, dann haben wir in der Hauptamtlichkeit die Möglichkeit, sowas dann auch in die Kette zu geben, erstmal per E-Mail.
und dann, nachdem das passiert ist, relativ kurzfristig, eine Stunde später vielleicht, dann auch in die Social Media. Also einen Tag später, um es auf den Punkt zu bringen, ist ein realistisches Zeitfenster. Ja, ist auch tatsächlich am nächsten Tag dann 22 Stunden später sozusagen nach dem Originalpost sozusagen gekommen. Haben wir das auch abgearbeitet? So, jetzt kommen wir zum aktuellen Stand, aber ihr habt es eigentlich auch schon gesagt, ist relativ schwierig zu sagen, weil es eine dynamische Entwicklung ist und keiner weiß, wie sich das Virus weiter verhält. Deswegen kann man mit verschiedenen Szenarien rechnen. Ihr habt schon gesagt, nächste Woche ist also wieder so eine Status Quo-Konferenz. Und dann wird ein bisschen reagiert und dann soll ja Ende des Monats auch geschaut werden, wie haben diese Maßnahmen gewirkt. Jetzt ist heute schon die Entscheidung gefallen, dritte Liga und Jugendbundesliga wird es dieses Jahr im Jahr 2020 nicht mehr geben. Und auch der Schleswig-Holsteinische Fußballverband hat seinen Spielbetrieb schon bis Ende des Jahres ausgesetzt. Ist das denn auch aus eurer Sicht für den Handball denkbar? Also wir befinden uns ja jetzt im Moment noch in einer Situation, wo wir ganz, wo wir uns gerne daran halten wollen, was wir damals am 26. beschlossen haben. Nämlich, dass wir gesagt haben, wir warten ab, was die Politik uns ermöglicht. Wenn wir jetzt am 17. zusammensitzen und eine Tendenz bekommen, dann werden wir sicherlich auch neu denken müssen und zusammenkommen müssen. Das ist vollkommen klar. Aber bis dahin, und ich würde am liebsten schon sagen, bis Ende November findet kein Spielbetrieb statt. Unsere große Hoffnung ist, dann zumindest wieder in den Trainingsbetrieb einzusteigen. Und wir können nicht jede Woche den Entwicklungszahlen entsprechend das erweiterte Präsidium zusammenzurufen und zu sagen, wir wollen eine neue Entscheidung treffen. Das machen wir auch nicht. Der Fußballverband ist es auch gewohnt, über die Winterzeit vielleicht nicht durchzuspielen. Wir sagen ganz deutlich, die Teamsportarten, Hallensportarten, wir warten jetzt ab, weil wir es auch so vereinbart haben. Wir haben es vereinbart, wir warten ab, was die Politik sagt. Und wenn die Politik sich nicht traut, die Hallen wieder zu öffnen, oder Landräte sich nicht trauen, die Hallen zu öffnen, dann müssen wir sicherlich neu entscheiden. So lange gilt das, was wir vereinbart haben. Das ist meine jetzige Haltung, die ich vorhin auch nochmal mit Marco Biotaschke abgestimmt habe. Und so müssen wir leider noch ein bisschen abwarten. Ja. Steht ihr dann zu der Entscheidung, dritte Liga, Jugendbundesliga schon bis Ende des Jahres auszusetzen? Ist das die richtige Entscheidung, Sascha? Also ich nehme die Frage sofort auf und ergänze nochmal im Vorwege kurz. Dirk, wir haben, das vergessen vielleicht einige, die jetzt auch uns die Fragen fast täglich auch an uns stellen, zum Teil aus der Presse oder auch von der Vereinsseite. Wir haben am 27.10. ein Schreiben rausgegeben. Und in diesem Schreiben steht drin, auf Basis der damaligen Entscheidung von Daniel Günther, einen Tag vorher, vor dem Lockdown von Angela Merkel, dass wir uns immer an die Regelungen der Landesregierung halten. Das bedeutet aktuell, solange Lockdown ist, spielen wir natürlich nicht. So, jetzt haben wir am 17.11., wie Dirk das sagt, den nächsten Termin mit dem Innenministerium. Und dann wird man uns ja sicherlich mitteilen, und das muss man auch noch mal so ein bisschen auch rekapitulieren. Wenn wir ab Montag, den 2.11., diesen Lockdown haben und wir haben dann verschärfte Regelungen und sagen wir mal, ein Großteil der Bevölkerung hält sich an diese Regelungen, dann haben wir Effekte in der sozusagen im Infektionsgeschehen so zwischen 2 und 3 Wochen nach diesen Entscheidungen zu erwarten. Ja. Und wir haben heute den 11.11. Das heißt, wir sind jetzt 11 Tage im Lockdown oder 10 Tage. Warum sollten wir, wenn wir jetzt nicht erstmal die Zeit, die da notwendig ist, auch von der Politik, jetzt entsprechend sich das Infektionsgeschehen anzugucken, warum sollten wir vorschnell irgendwelche Entscheidungen treffen, die wir viel besser mit einer durchaus valideren sozusagen statistischen Ausgangslage haben und jetzt vorschnelle Entscheidungen treffen. Das heißt also für uns, der Fußball hat eine ganz eigene Situation. Er hat eh immer eine Winterpause und hätte im Dezember kaum noch Spiele gehabt. Wir im Handball hatten durchaus bis zum 19. 20.12. auch noch einen Reservespieltag, sodass man dort eben auch noch Spiele ganz normal auch von unserem eigenen Spielplan her durchgeführt hätte. Ich bin persönlich aktuell, das ist meine persönliche Meinung, natürlich
auch der Meinung, dass wir im Dezember höchstwahrscheinlich keinen Handball mehr spielen werden. Darum geht es mir jetzt aber auch gar nicht. Aber ich lasse mich ungern durchs Dorf treiben und jetzt, weil andere Sportarten irgendwelche Entscheidungen treffen, jetzt, dass ich selber auch eine Entscheidung treffen muss. Ich möchte mir gerne die Entwicklung angucken. Ich möchte mit dem Innenministerium am 17. sprechen. Und dann haben wir zwischen dem 17. und zwischen dem 29., wo es dann ja zunächst mal zum Ende des Lockdowns kommen soll, haben wir noch genug Zeit an unsere Mitglieder, an unsere Handballer, die ein Stück weit auch Vertrauen in uns haben, eine gute Entscheidung, die dann auch auf wirklich Daten, auf aktuellen Daten beruht, dann eben auch zu treffen. Und nochmal, wir haben am 27. sowieso kommuniziert, dass wir uns an die Regelung der Landesregierung halten. Und wenn der Lockdown verlängert wird, dann stellt sich die Frage gar nicht. Und um deine zweite Frage nochmal zu beantworten, du hast ja gefragt, ob das eine richtige Entscheidung ist, die dort im Bereich der dritten Ligen und Jugendbundesligen getroffen wurde. Ganz klar ja, aus meiner Sicht, denn wir haben hier nicht ein einzelnes Bundesland und einen Handballverband Schleswig-Holstein, der so ein bisschen wie eine Insel ist und deutlich niedrigere Inzidenzzahlen hat als anderen Bundesländer. Wir haben insgesamt 22 Landesverbände im Handball. Schleswig-Holstein ist einer. In 21 anderen Landesverbänden nimmt man mal Mecklenburg-Vorpommern raus. Wenn man sich die RKI-Zahlen anguckt, dann befindet man sich da im tiefroten Bereich mit Inzidenzen deutlich über 100, während wir hier in Schleswig-Holstein immer noch in einem guten Bereich sind, in einigen über 50, in anderen aber auch deutlich unter 50. Und wenn man einen Spielbetrieb hat, der sich überregional dort darstellt, dann ist das ja gar keine Frage. Man hat ja gar keine Wettbewerbsgleichheit mehr, was Training angeht. Und es ist die einzig richtige Entscheidung, das jetzt bis Ende des Jahres auszusetzen, um ein bisschen Zeit zu gewinnen und auch mit den Vereinen und auch mit den politischen sozusagen Ebenen in den Landesregierungen da auch in den Dialog zu gehen. Ich gehe gleich auf den Chat ein. Es sind extrem viele Fragen reingekommen, aber noch einmal ganz kurz auf die dritte Liga eingegangen. Es gab jetzt diese Entscheidung. Letzte Woche wurde noch diskutiert, Profi, ja oder nein, ist gerade an der Schwelle. Das ist alles so ein bisschen Grauzone. Wenn wir jetzt darauf schauen, kann im Januar überhaupt wieder gespielt werden, unabhängig von den Zahlen? Denn klar ist ja auch, dass ein stetiger Betrieb in der ersten und zweiten Liga nur möglich ist aufgrund der vielen aufgrund der vielen Testungen. Kann das in der dritten Liga überhaupt finanziell gewuppt werden? Wer soll das bezahlen? Also wir haben eine Corona-Landesverordnung. In Schleswig-Holstein ist die ziemlich scharf geschaltet im Gegensatz zu den anderen Bundesländern. Das muss man vielleicht vorweg nochmal sagen. Und da ist Herr Günther auch sehr straight unterwegs und Herr Gark und auch Frau Sütterlin-Wag und Frau Herbst und wie sie alle heißen. Das bedeutet, bei uns steht in der Corona-Landesverordnung erstmal drin, allgemein, dass Profisport dann eben durchgeführt werden darf und Amateursport nicht. So, und Profisport muss ja irgendjemand definieren. Und definieren tut das sozusagen der sogenannte Dachverband im Sport und der sogenannte Spitzenverband in der Sportart. Der Dachverband des Sports, Also DAB. der DOSB und der DAB. Und die Landesverordnung sieht, dass die Entscheidungen von diesen beiden Institutionen maßgebend sind. Die haben jetzt entschieden, für mich sehr überraschend entschieden, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Aber sie haben eine Entscheidung getroffen und begründen die auch. Und dieses Schreiben haben die Drittligisten und die Jugendbundesligisten auch bekommen. Da sind wir gar nicht so sehr mit drin in diesem Dialog. Das geht erstmal in den Spielbetrieb rein, den der DAB mit seinen Vereinen macht, aber nicht unbedingt gleich in die Landesverbände. Aber wir sind gut vernetzt mit unseren Vereinen und die Vereine melden sich regelmäßig und haben das auch rübergegeben. Das heißt also, die sind mal als Profisport dargestellt worden. Jetzt können wir natürlich überlegen, ist das wirklich Profisport? Da hat jeder seine eigene Meinung, aber die Entscheidung gilt es grundsätzlich mal im ersten Moment nicht anzuzweifeln, ist meine Meinung. So, wenn wir dann über diesen Bereich sprechen, dann ist völlig klar in unserer Landesverordnung, dass Profisport nur dann durchgeführt werden kann, wenn entsprechende Hygienekonzepte vorliegen. Auf der einen Seite, das ist unproblematisch, weil die Vereine alle gut performt haben und Hygienekonzepte haben in dem Bereich. Und zweitens, wenn sogenannte Testkonzepte vorliegen. Da ist schon ein Riesenunterschied bei uns. In Schleswig-Holstein werden Testkonzepte in der Landesverordnung eingefordert. In vielen anderen Landesverbänden sind die nicht in der Landesverordnung mit drin. Das heißt also, unsere schleswig-holsteinische Vereine werden gezwungen, Testkonzepte vorzuhalten. Und während andere Landesverbände, Landesverbände ist falsch, andere Landesregierungen, da muss ich mich korrigieren, gar nicht unbedingt Testkonzepte einfordern. So, wenn wir jetzt mal ein bisschen mit rationalem Menschenverstand daran gehen, dann ist natürlich völlig klar, dass wenn ich mich selber testen lasse
und auch mein Gegner getestet ist, dass ich mit einem viel besseren Gefühl am Wochenende in der Halle stehe, als wenn ich weiß, der und der ist nicht getestet. Und ich rede noch nicht mal über die eine oder andere Unzulänglichkeit, die bei den Tests halt auch mal da ist. Aber wenn man überhaupt Handball spielen möchte, ist meine persönliche Meinung als Geschäftsführer, dann bedarf das einer Testung. Punkt. So, und gerade in den Profisportligen, in Anführungszeichen. Und jetzt kommen wir zum Thema Kosten und zum Thema, wann ist überhaupt wieder Spielbetrieb möglich? Wie lange muss man trainieren, um auch wieder guten Gewissens so Mannschaften in der dritten Liga wieder in den Profisport reinzulassen? Das war ja deine Frage, Fromm. Aus leistungssportlicher Sicht, und da habe ich, als ich Jahre auch bei der SG gearbeitet, halte ich das schon für notwendig, dass man, wenn man jetzt, je länger der Lockdown da ist, auf jeden Fall wieder eine Vorbereitung hat. Und deswegen ist unser großes Ziel jetzt im Handballverband hier natürlich, dass wir irgendwann auch wieder trainieren dürfen im ersten Schritt, ohne vielleicht gleich wieder zu spielen. Ne? So. Und deswegen muss man auch, wenn man Anfang Januar spielen möchte, kannst du ja nicht irgendwie am 1.1. anfangen zu trainieren und sollst dann am 9.10. Januar dann wieder spielen. Ja. Beiß dich, das hat Dirk ja auch schon völlig sachlogisch richtig gesagt. Und das zweite Thema, wenn wir zu den Kosten von den Tests kommen, na klar, die Kosten sind da. Da können wir dann einfach einen Umkehrschluss machen, welche Parteien könnten Kosten übernehmen. Der Deutsche Handballbund, der hat ja irgendwie das Schreiben rausgegeben. Der Handballverband Schleswig-Holstein, die Politik oder die Vereine, das sind so die einzigen Parteien, die mir persönlich einfallen, die für Übernahme von Kosten in Frage kommen. Jetzt machen wir mal den Umkehrschluss. Der DHB als Handballverband hat auch eine Satzung, so wie wir, und wir dürfen nicht Kosten übernehmen, ganz davon ab, dass wir es finanziell gar nicht könnten, wenn man das mal hochrechnet. Wir haben hier in Schleswig-Holstein 240 Vereine und die betroffenen Vereine auf dritter Liga oder auf Jugendbundesliga sind insgesamt 10. Das sind 10 240, also ein 24. Wir können ja nicht die anderen 230 Vereine hier Abgaben an uns bezahlen lassen und dann Tests für diese 10 Vereine in der dritten Liga bezahlen. Das widerspricht dem Solidaritätsprinzip. Und an der Stelle sind wir schon raus, genauso davon mal ab, dass das ein zu hoher Betrag wäre. Also weder der DHB noch wir können Kosten für Drittligisten oder Jugendbundesligisten übernehmen. Das kann auch kein anderer Landesverband. Und jetzt kommen natürlich noch zwei weitere Parteien rein, und das ist die Landesregierung und das ist der Verein an sich. So, bei der Landesregierung können wir ja auch mal kurz kalkulieren. Wir haben irgendwie bei PCR-Tests 50, 60, 70 Euro, mal einmal die Woche, wenn du das mal hochrechnest, vielleicht zweimal die Woche, wenn man es bei den Bundesligisten sich informiert, und das auf 7, 8 Monate, da bist du mal schnell mit 60, 70.000 Euro dabei, da können wir sofort einen Haken hintermachen. Ne? Das kann jetzt bei 10 Mannschaften eine Landesregierung 10 mal 60, 70.000 Euro, dann bist du bei 700.000 Euro. Wie willst du das denn den Menschen verkaufen, dass für die Drittligisten im Handball die Politik 700.000 Euro locker machen will? Ne? Ganz davon mal ab, dass wir die Testkapazitäten ja auch nicht unbedingt haben und dass auch irgendwelche Ärzte diese Tests abnehmen müssen, da eine Unterschrift untersetzen müssen und an der Stelle ja auch irgendwo ein Stück weit damit in der Haftung sind, wenn doch mal was wie bei Ostsee gegen Barmbek passiert. So. Das heißt also, wenn wir testen müssen, muss irgendjemand die Tests bezahlen. Und das ist zumindest laut meinem Stand gestern Abend in der Sitzung der Drittligisten auch ein Thema gewesen. Und da wird es ja auch diesen entsprechenden Topf vom Bundesministerium des Inneren geben. Und da wird sich der DHB auch einsetzen, dass für die Profivereine hier eine Antragsberechtigung besteht. Da haben wir dann wieder das Thema, dass viele Drittligisten das wirtschaftliche Risiko eben in den EVs haben, was ich ziemlich verwunderlich finde, weil das ja nun schon auch Drittliga-Handball ist. Und wenn man da eine eigene Gesellschaftsform hat, das hat zum Teil auch Oberligisten wie DRK Flensburg oder auch andere, die dann in der UG sind oder in der GmbH. Sie können das teilweise, wenn sie es ausgebildet haben, nicht zahlen. Antragsberechtigt, im Topf vom Bundesministerium des Inneren. Da gibt es natürlich noch viele Kriterien und da geht es auch um Liquidität und andere Themen. Und oftmals konnten die auch noch keine Gelder abschöpfen da an der Stelle. Aber wenn man die Voraussetzungen erfüllen würde, dann könnte man zumindest diesen Topf entsprechend bedienen. Und das möchte der DHB auch im Sinne seiner Drittligisten jetzt probieren und nimmt da die Gespräche mit dem Bundesministerium des Inneren auch auf, sodass man quasi von Vereinsseite überhaupt, weil man das finanziell gar nicht bezahlen kann, gerade im Frauenbereich, sicherlich dann auch vielleicht dann eine Option bekommt. Jetzt natürlich noch die zweite Frage. Vielleicht, es ist nicht sicher. Genau, das ist, wie gesagt, wir haben jetzt auch... Also man muss, ich möchte da nochmal ganz kurz, Sascha, nochmal dazu sagen, damit das auch alle Zuhörer und Zuschauer auch verstehen. In der Diskussion um die dritte Bundesliga spielen ja oder nein, sind wir überhaupt nicht
einbezogen. Wir sind nicht mal mit dem Anschreiben informiert worden. Da sind lediglich die Vereine informiert worden und zu dieser Videokonferenz eingeladen. Das heißt also, das ist auch etwas, was wir lernen müssen. Kann das so bleiben, wie es jetzt da ist? Ja, also wir sind in einem Landesverband und fühlen uns als Verband auch wirklich verantwortlich für alle Handballer, aber werden sozusagen außen vor gelassen, wenn diese so eine Diskussion entsteht, wollen wir spielen oder nicht. Das ist für mich ein Zustand, der mir überhaupt nicht gefällt. Denn die Rückfragen und die Bitten um Unterstützung von unserem Drittligisten aus Schleswig-Holstein, die kommen bei uns an. Und wenn wir dann sozusagen abgewiesen werden bei der Frage, können wir teilnehmen an Videokonferenzen, lass uns mal spüren, was ist überhaupt dort bei den Drittligisten. Es geht auch um ein Gefühl, wollen die überhaupt spielen, wollen sie nicht spielen. Was können wir in Schleswig-Holstein anders machen als in anderen Bundesländern? Und das finde ich sehr, sehr schade, das möchte ich mal ganz, ganz deutlich sagen. Und da gilt es auch, aus dieser Situation zu lernen und zu gucken, was wir in der Zukunft da nochmal besser machen können. Vielleicht auch im Vorfeld in Absprachen mit allen Präsidenten der Landesverbände. Das ist zum Beispiel der Ball, den Dirk dann auch mitnimmt zum DRB und da auch eine Kommunikationsebene einfordert. Denn wir haben hier halt den Kontakt zu den Vereinen und die haben sich natürlich bei Dirk gemeldet, bei mir gemeldet, bei Marco. Wie sollen wir uns verhalten? Wir brauchen eure Unterstützung und die wollen wir ja auch gerne geben und tun wir ja auch in Richtung im Ministerium. Aber wenn wir mal einen Schlussstrich unter das alles ziehen, weil am Stand heute Abend ist es ja immer noch so, auch wenn wir nicht wissen, wann es wie weitergeht, wir sind uns einig, es wird Testungen eigentlich benötigt, zumindest auch fürs eigene Gefühl, dass man da sicher reingehen kann in so ein Spiel. Ja. Ich bin Aufsteiger, ich treffe vielleicht auf große Mannschaften, wenn ich mal ganz lapidar gesagt habe, da sind Mannschaften wie Empor Rostock oder so weiter, die vom Gefühl her, das vielleicht eher wuppen könnten als ein Aufsteiger wie Eider Hade, ganz lapidar gesagt. Wie kann ich sicherstellen, dass dort Chancengleichheit herrscht und man das bezahlt bekommt? Ganz kurz zusammengefasst. Also zurück zu diesen ja, 1/24, wie gesagt, wir sollten eigentlich auch mehr über den Amateursport hier reden, aber da kommst du sicherlich gleich noch zu. Die Chancengleichheit, ich sage es jetzt mal knallhart, weil es auch irgendwie mein Auftrag ist, den Leuten da auch eine dezidierte Rückmeldung zu geben. Es gibt keine Chancengleichheit in der dritten Liga, Punkt. Wir haben so und so viele Landesregierungen, die eigene Corona-Verordnung haben. Habe ich euch gerade erklärt, in Schleswig-Holstein werden Testkonzepte für mich nachvollziehbarerweise eingefordert, um ein gutes Gefühl zu haben. In anderen Landesverbänden aktuell nicht. Was die Kosten angeht, wenn Testkonzepte einheitlich eingeführt werden, und das ist auch auf der Ebene für mich ein Mindeststandard dann, dann hat man in dem Moment keine Chancengleichheit, weil der eine oder andere darf früher in die Halle, wenn ich jetzt die Jungs in Dortmund da sehe, in Nordrhein-Westfalen bei den Inzidenzwerten, da frage ich mich eh, wann da die Halle wieder aufgemacht wird. So, das heißt, in Schleswig-Holstein trainiert man früher oder eben später. Zum Teil haben wir jetzt auch immer später trainieren dürfen. Das war auch blöd, gerade für Harreslee in der zweiten Liga oder auch für ein, zwei andere Vereine. Und Chancengleichheit müssen wir uns von verabschieden. Das wäre wünschenswert, aber das wäre naiv, dran zu glauben. Dahingehend, jetzt ziehen wir den Chat jetzt mehr und mehr rein, Darius K40, liebe Grüße an dieser Stelle an Darius. Ja, die Grüße zurück. Frage an Dirk, auch dahingehend nicht nur für dritte Liga, sondern auch wenn man das dann auf Amateurebene runterzieht, wäre es nicht denkbar, eine einheitliche Lösung über die Landesgrenzen hinaus mit dem DRB zu diskutieren, die von allen Landesverbänden angewandt wird, auch für die Amateure, oder ist es aufgrund des Föderalismus gar nicht möglich? Richtig. Ich würde genau den Föderalismus da in den Vordergrund stellen und es ist einfach von der Struktur her kaum machbar, weil sich auch die Situation ja immer verändern und ja auch Erwartungen da sind. Wenn wir mal sehen, allein in Schleswig-Holstein, wir haben den Speckgürtel um Hamburg herum tiefrot, wir haben auch noch Nordfriesland rot, das könnte sich ja auch in Kürze schon verändern. Da ist das Verständnis natürlich überhaupt nicht da, wenn wir Nordrhein-Westfalen betrachten, so lange zu warten, bis da wieder ein grüner Fleck erscheint. Das heißt also, jetzt auf dem Dashboard des RKIs muss man eindeutig sagen, wir werden es so nicht hinkriegen. Und das ist eine Sache. Die andere Sache ist die Spielkommissionen der verschiedenen Landesverbände sind dort auch anders aufgestellt und unterschiedlich aufgestellt. Wir kriegen das einfach bundesweit nicht hin. So gerne ich es auch hätte, will ich ganz ehrlich zugeben, hätte es sehr, sehr gerne. Aber nein, das werden wir nicht hinkriegen.
Wenn ich mal ganz lapidar sage, was ich denke. Dritte Liga und Jugendbundesliga, Dirk, setzt bis Ende des Jahres aus. Und dann müssen wir mal schauen, wie es mit Training und so weiter erlaubt ist. Das haben wir Ja. jetzt alle verstanden und so weiter. Wenn wir das auf den Amateurhandball beziehen, was nochmal eine komplett andere Situation ist. Ernsthaft gesagt, gibt es vor März wieder Handball? Ja, ich denke ganz sicher, in Schleswig-Holstein gibt es vor März wieder Handball. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und wir müssen nur jetzt auch einfach die Ruhe bewahren und jetzt abwarten, die nächsten Zahlen abwarten, die Tendenzen der Landesregierung abwarten. Und dann können wir mit unseren Konzepten, die wir haben, ohne weiteres wieder einsteigen. Also für mich hat sich am heutigen Tage nochmal deutlich gemacht, dass eigentlich der Kampf jetzt darum geht, wieder trainieren zu dürfen. Und wenn wir das gut in die Zeit bringen, dann werden wir in jedem Fall vor März wieder Handball spielen, bin ich mir ganz sicher. Ich Okay. weiß auch, dass die Landesregierung da gar nicht im Wege steht. Also auch alle, die denken, die Politik verbietet uns das. Nein, es ist auch eine hohe Akzeptanz bei allen beteiligten Sportfreunden der Teamsportarten da gewesen, das jetzt einfach auch mitzutragen. Das ist nicht so, dass wir hier auch in einer Situation sind, die Landesregierung verbietet und ihr habt nicht den Arsch in der Hose dagegen anzugehen. Nein, es geht um was anderes. Es geht dann einfach auch darum, tatsächlich die Gesundheit der Menschen zunächst einmal zu betrachten. Aber jetzt dürfen wir auch wieder ein Licht am Ende des Tunnels erkennen, ja, mit den Impfungen, mit dem, was auf uns zukommt. Und ich finde, das schürt auch wieder Hoffnung. Nein, also deutlich vor März, das ist für mich klar. Also, wenn du fragst, gibt es wieder Handball? Also, dann ist ja ein Unterschied zwischen Training und Spiel, ne? So, das muss man ja ganz ehrlich sagen. Und Hellseher sind wir natürlich nicht. Also, die Landesregierung gibt uns ja Regeln vor und an die halten wir uns Das ist natürlich. klar, aber weil viele einfach auch sagen natürlich, Ja. wie kann ich guten Gewissens bei steigenden Zahlen in die Hallen gehen, wenn sogar Ja, der genau. abgesagt wird? So. Da bin ich hundertprozentig bei dir. Also, wir haben jetzt aktuell eine Situation. Es ist absehbar, dass das exponentielle Wachstum, das wird jetzt eingebremst, ne? Das kann man jeden Tag beachten. Aber deswegen haben wir immer noch eine für sich gesehen ziemlich hohe Anzahl an Neuinfektionen. Und wir sind ja jetzt gerade in der dynamischen Lage, wirklich auch keine Hellseher. Aber die Maßnahmen, die werden ja irgendwann ein Stück weit, wie man das damals im März letzten Jahre oder in diesem Jahres ja auch war, die werden ja irgendwann mal ganz rational betrachtet hoffentlich dann auch greifen. Klar, wir haben auch andere Bereiche, Schulen und so weiter, die jetzt weiterlaufen und sicherlich dann irgendwann auch mal Infektionsherde werden. Aber man muss ja auch mal irgendwie so das Glas ist halb voll daran gehen und es wäre schon sehr wünschenswert, wenn wir natürlich den Sport im Allgemeinen und den Handball im Speziellen sowohl im Training als auch irgendwann im Spielbetrieb dann im neuen Jahr auch wieder sehen werden, klar. Unabhängig, wann es genau weitergeht, stellt sich natürlich die Frage, wie könnte es weitergehen sozusagen? Ihr habt schon in den Kommissionen vor der Saison sehr viel darüber diskutiert. Ihr habt Staffeleinteilungen unterschiedlich pro Liga. Da gibt es jetzt sehr, sehr viele Fragen, die möchte ich euch gerne vorlesen hier aus dem Chat. Die sind alle jeweils, einige sind Vorschläge, einige sind Nachfragen. Was ist überhaupt denkbar? Kann man sowas integrieren? Aber die wichtigste Frage ist ja erstmal, denkt ihr überhaupt darüber nach, je länger eine Spielpause hier dauert, plus dann auch noch eine gewisse Trainingsvorbereitungszeit, Spielmodi zu ändern? Ja, also die Jungs und Mädels in der Spielkommission, ja, und Marco Piotraschke, die sind super engagiert in der Vorarbeit gewesen. Wir haben da ziemlich viel ausgebrütet, haben mehrere Konzepte. Wir haben uns mit diesen kleinen, sagen wir mal, Staffeln und Gruppen viele Möglichkeiten gelassen. Also viele Modi im Erwachsenenbereich sind aktuell so, dass man eine Vorrunde spielt und danach eine Auf- und eine Abstiegsrunde. So. Und diese Auf- und Abstiegsrunde ist in der Regel dann mit einer zweifachen Runde. Das bedeutet, man hat dann ein Hin- und ein Rückspiel. Das ist natürlich eine Möglichkeit, mal irgendwann zu sagen, das wird dann eben keine zweifache Runde, je länger das jetzt dauert, sondern nur eine einfache Runde. Aber so könnte man natürlich während der Saison einen Modus ändern und vielleicht müssen wir, je länger wir im Lockdown sind oder je länger wir raus sind, desto höher ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass Modi geändert werden müssen. Und wir haben natürlich auch ein Spieljahr, das geht in der Regel bis zum 30.06. Das heißt also, bis zum 30.06. müssen wir irgendwo durch sein mit unserem Spielbetrieb. Gegebenenfalls könnte man nochmal mit der Sonderregelung zum 31.07. arbeiten, aber wenn es irgendwo möglich ist, würden wir bis zum 30.06. spielen. Und
Das heißt, bis dahin muss es fix sein sozusagen, ja, weil der Arzt fragt gerade, kann man diesen Tonus komplett ändern? Hinrunde vor den Sommerferien, Rückrunde nach Sommerferien? Also ich greife jetzt einer Entscheidung einer Spielkommission vor, was ich natürlich nicht mache, weil ich nicht Mitglied einer Spielkommission bin. Aber ich schließe grundsätzlich eher aus, dass man irgendwo in der zweiten Jahreshälfte, wo eigentlich die Saison 2021 beginnen würde, jetzt noch die Saison 2021 abschließen wollte. Wenn, dann vielleicht ein, zwei Monate rüber nach dem 30.06. Aber ansonsten müssen wir schon vorher dann auch mit einem geänderten Modus, vielleicht auch mit Play-Off, Play-Down. Also da gibt es ja viele Möglichkeiten, in der Abstiegsrunde irgendwo die letzten vier dann irgendwo, die im Abstieg spielen, dann irgendwie nochmal im Hin- und Rückspiel nochmal ein Play-Off, Play-Down oder in der Aufstiegsrunde dann nochmal laufen zu lassen. Also da spieltechnisch sind wir da gut vorbereitet. Entscheidend ist irgendwann, dass absehbar ist, wann es wieder losgeht. Und dann können wir auch einige Konzepte rausholen. Großes Thema im Chat ist die Jugend. Ja. Auch da gibt es ja viele Fragen. Hier gibt es den schönen Kommentar, egal wie man dazu steht, aber hier steht auf jeden Fall Oberliga im Seniorenbereich, ist doch eigentlich egal. Viel wichtiger ist Kinderhandball. Und mhcl.l hat uns auf Instagram auch schon geschrieben, was ist denn in der Jugend? Ist ein Einfrieren der Jahrgänge möglich bis Saison 21/22 dort dann einfach weitergespielt wird? Somit würden die aktuellen Mannschaften kommende Saison einfach unverändert spielen. Wäre gerade bezüglich der Ausbildung der Spieler wichtig. Die Angst, die kann man natürlich verstehen. Also es geht ja dann irgendwo schon auch bei Eltern, bei uns auch im Auswahlbereich darum, dass man jetzt irgendwie nicht so verlorene Jahrgänge hat dann. Ne? So, das ist ja schon auch echt bitter, gerade wenn ich mir überlege, ich bin jetzt im zweiten Jahr A-Jugend und habe jetzt mein letztes Jahr, bevor ich in den Erwachsenenbereich gehe, und jetzt kann ich eigentlich gar nicht mehr spielen und dann habe ich nächstes Jahr halt Pech gehabt. Ne? Oder im Kinderhandball bei der E-Jugend, wo dann jetzt auch irgendwie ein Jahr an Ausbildung weg ist aufgrund höherer Gewalt, ob wir das dann irgendwie versetzen können. International gibt es ja sogenannte Jahrgangsdefinitionen und es ist eher unwahrscheinlich, dass sowas geändert wird. Ich will es nicht ausschließen, aber normalerweise wird man in diesen Jahrgängen weiterarbeiten. Es werden ja irgendwann Nationalmannschaften gebildet in diesen Jahrgängen und die werden nicht unbedingt geändert. Die müssen dann wieder Großereignisse spielen und, und. Also so ist das ja aufgebaut und deswegen ist es eher unwahrscheinlich aus meiner Sicht jetzt, sofern ich das so sagen darf oder auch kann, dass man irgendwie an den Jahrgängen was ändert und mal irgendwie so einen Stopp reinpackt für ein Jahr. Aceton 100 fragt dann dahingehend auch, ob bei euch über einen alternativen Spielbetrieb nachgedacht wird, wobei er nicht genau definiert, was er damit meint, aber er sagt, es macht derzeit wenig Sinn, quer durch Schleswig-Holstein zu fahren für ein Jugendspiel. Ja, ich glaube, alles ist irgendwann denkbar, aber im Moment sind wir ja noch in einer anderen Situation. Aber ich finde das toll, dass sich auch dass sich Gedanken darüber gemacht wird, wie können wir Handball spielen, ohne durch Schleswig-Holstein zu reisen. Aber dazu bedarf es jetzt erst nochmal der nächsten 3 Wochen oder 2,5 Wochen abzuwarten, wo wir dann stehen. Aber die Ideen dann auch einzubringen, finde ich klasse. Weil das waren auch schon meine Ideen, dass wir einfach andere Möglichkeiten denken dürfen, wenn wir noch weiter und weiter und weiter im Lockdown uns befinden. Aber was wir auf jeden Fall mitnehmen, egal ob Jugendhandball oder darüber hinaus, ihr macht euch viele Gedanken über mögliche Szenarien. Wie macht ihr das denn? Wie läuft das ab? Schreibt ihr euch die Szenarien auf und dann beobachtet ihr das? Und dann kann ja aber auch passieren, dass mal die Entwicklung so ist, dass ihr einige Szenarien wieder über Bord werfen müsst. Also wenn ich das ganz kurz mal, also ein ganz, ganz großes Lob an Marco Pietraschke aussprechen darf. Der Junge, der denkt ununterbrochen über Möglichkeiten des Spielens nach, ununterbrochen, täglich mehrere, ich will nicht immer sagen Stunden, aber schon auch lange Telefonate gemeinsam mit Sascha und auch mit unserem Schiedsrichter warten. Und wir sind und mit der ganzen Spielkommission, also es wird ganz, ganz, ganz viel nachgedacht, damit wir Dinge parat haben, wenn wir in die nächste Besprechung gehen können. Also da wird schon wirklich viel gemacht. Und da ist Marco aus meiner Sicht auch mit Sascha zusammen echt eine Macht, weil die wissen, was notwendig ist,
was möglich ist. Und wir wissen auch, was es zu verhindern gilt. Und das, da bin ich also vollkommen raus und bin immer überrascht, wenn ich neue Konzepte vorgestellt bekomme. Da habe ich richtig großes Vertrauen zu meinen Fachleuten, die um die Spielkommission herum in der Leitung von Marco und Lascha hervorragende Arbeit machen. Wichtig ist, vielen Dank erstmal für die Blumen, Dirk. Wichtig ist, dass dieses Out-of-the-Box-Denken, dass das da ist. Also ja. Wir sind ja immer irgendwie dafür bekannt, dass wir irgendwie strukturiert sind, alles muss geregelt sein und andere Nationen in Europa, Skandinavien, wo auch immer, sind da ja ein bisschen flexibler unterwegs. Und wir haben ja von Anfang an ziemlich klar auch zum Ausdruck gebracht, auch über die Schreiben an die Vereine, dass Flexibilität in dieser Corona-Saison unheimlich wichtig ist. Und das, was du gerade von dem User dort im Kommentar hast, das ist eben genau das, was auch von uns Spieltechnikern und Verbandmenschen jetzt auch eingefordert ist. Flexibles Denken. Ich will nicht gleich so weit gehen, dass man irgendwie in einem Kreishandballverband irgendwie einen eigenen Spielbetrieb machen kann, aber je länger die Corona-Situation dauert, desto mehr müssen wir auch mal über Turnierformen und über andere, also Turnierformen im Kleinen jetzt, ne, wo die Inzidenzwerte das zulassen, weil wir sonst ja auch wieder höheres Risiko haben, wenn viele Menschen an einem Haufen sind. Aber wir müssen out of the box denken und dann eben flexibel gestalten. Und das ist in dieser Corona-Situation das A und O. Und das tun wir aktuell mit den Playern, die wir da im Business haben. Und da freuen wir uns auch über Input von außen und nehmen auch gerne von den Vereinen im Dialog da die Vorschläge auch auf und nehmen die auch ernst. Das erfordert ja auch schon extrem viel Arbeit, kann ich mir vorstellen. Wenn ich jetzt an die Oberliga denke, da seid ihr ja nicht alleine für verantwortlich. Wie sieht es da aus mit der Abstimmung mit dem Hamburger Handballverband? Gibt es da schon Updates? Naja, ich muss mal sagen, also da möchte ich mal so zwei Ebenen jetzt auch deutlich benennen. Wir haben einmal die Ebene, dass wir uns in einer Förderregion irgendwann mal befinden. Das heißt also, die Strukturreform wird hoffentlich irgendwann kommen. Und Hamburg und Schleswig-Holstein befindet sich in einer Förderregion. Da geht es um Mitgliederentwicklung und Gewinnung. Und dann gibt es aber auch den Spielbetrieb. Und wir haben da jetzt gerade nach einer langen Klausurtagung entschieden, dass die Geschäftsstelle der Oberliga Schleswig-Holstein in Hamburg nach Neumünster verlegt wird. Also da werden wir jetzt auch eine Geschäftsstelle aufbauen, die tatsächlich auch dort eine Geschäftsstelle ist und die Spielkommission und jetzt gerade nach dem Ausscheiden von Ralf Martini findet sich jetzt wieder und der Austausch ist finde ich jedenfalls sehr gut und wir sind nah beieinander und werden auch dort keinen Schritt unternehmen, ohne dass vorher ein intensives Gespräch mit Hamburg stattgefunden hat. Und wir haben uns das gegenseitig versprochen, auch von Knut Lange her, also ganz, ganz deutlich auch das Signal, wenn Entscheidungen in der Oberliga notwendig sind, dann werden sie vorher bis ins feinste Detail abgestimmt mit den Hamburgern und den Schleswig-Holsteinern Beteiligten. Wir nehmen auf jeden Fall heute schon einmal mit, was die Kommunikation anbelangt. Es gibt diese genaue Strukturierung dahingehend, wer wann wie zuerst informiert wird. Und das ist eben der direkte Weg an eure Mitglieder, nicht Social Media mäßig. Wir nehmen mit die Frage hier vom TSV Westerland, erste Männer, liebe Grüße an dieser Stelle auf die Insel, ob ihr euch anschließt, was der DRB dort entschieden hat, ob ihr euch der Entscheidung anschließt, nach dritter Liga und Jugendbundesliga auch SH und Landesligen erst im kommenden Jahr weiterzuspielen. Da habt ihr gesagt, ihr werdet komplett abwarten, wie bereits angekündigt, was die Landesregierung von Schleswig-Holstein Ende November bekannt geben wird. Wir nehmen schon mal ganz viel mit. Auch das ist ja heute ein Zeichen der Kommunikation, ein weiterer Schritt der Kommunikation an die Handballerinnen und Handballer im ganzen Land. Wir machen mal eine kleine Schlussrunde. Was ist denn euch beiden jetzt noch wichtig, was bislang noch nicht zur Sprache kam? Was für eine Message müssen wir Handballerinnen und Handballer im Land noch unbedingt haben? Also ich möchte ganz gerne eine Message loswerden, unbedingt. Ich möchte mich zunächst einmal bei all den Handballern und Handballern bedanken, die weiterhin in Schleswig-Holstein dafür gesorgt haben, dass der Handball noch ein Thema ist. Das heißt also, die Trainer, die nach wie
vor mit ihren Mannschaften, mit ihren Spielerinnen und Spielern in Kontakt sind. Das finde ich ganz großartig. Ich habe gerade eben eine Videokonferenz mitbekommen, weil mein Sohn auch in Sieberstedt Handball spielt und die Trainerin hat alle einmal die Videokonferenz berufen. Ich habe mitbekommen, dass die C-Jugend in Bombrau schon einen Tag nach Verkünden dieses Teil-Lockdowns schon Trainingspläne zugesandt bekommen haben. Also wir haben so viele tolle, aktive, verantwortliche Macher und Gestalter. Und da möchte ich ein riesengroßes Dankeschön aussprechen. Lasst uns alle am Ball bleiben. Lasst uns alle daran glauben, dass wir schnellstmöglich wieder in die Halle kommen. Lasst uns auch das, was schön gewesen ist, wieder aufnehmen, wenn es soweit ist. Und zusammenstehen als Handballer und uns auf die nächsten großen Events freuen, die wir sicherlich im nächsten Jahr erleben werden. Und also ein riesen Dankeschön an das gesamte Ehrenamt, auch an mein Hauptamt in der Geschäftsstelle. Wir haben dort im Trainerwesen unheimlich tolle Sachen entwickelt. In der Ausbildung, im Schiedsrichterwesen hat College Japanisch einen wahnsinnigen digitalen Sprung hingelegt. Man muss wirklich sagen, Dankeschön an alle, die weiterhin dem Handball zur Verfügung stehen und ihr Ehrenamt und ihre Zeit auch dafür bereithalten, das auch in Zukunft. Also Dankeschön an alle Handballerinnen und Handballer. Genau, ich ergänze es noch kurz aus meiner Sicht. Irgendwann ist der Spaß vorbei. Klar wird uns Corona immer begleiten und wir werden da auch immer wieder Themen haben, aber irgendwann ist das Thema durch. Dann werden wir geimpft sein, dann werden wir Konzepte haben. Und ich sage auch wirklich ganz klar, hart gesprochen jetzt, wir sind im Lockdown und viele haben jetzt auch eine dunkle Jahreszeit und nicht so eine gute Stimmung. Macht das Glas halb voll. Bleibt an der Stange. Wir werden sicherlich auch Kinder verlieren. Mir geht es primär um Kinder. Die Erwachsenen sind alle alt genug, für sich zu entscheiden, ob sie irgendwann dann wieder in der Kreisliga oder wo auch immer dann wieder spielen. Aber mir geht es primär um die Kinder. Seid da für die Kinder aktiv. Meldet euch bei uns. Wenn wir euch helfen können, wollen wir das gerne tun. Nächste Woche Mittwoch werden wir eine kleine Videokonferenz haben mit Trainern. Da ist unsere Vizepräsidentin Frauen- und Breitensport, Katja Meier, sehr aktiv, die dann auch nochmal sich austauschen wird, was kann man den Kindern jetzt an die Hand geben. Da werden wir einladen und lass uns da gemeinsam gucken, dass wir da am Ball bleiben und auch diese Zeit gemeinsam durchstehen. Was heißt das, wir werden Kinder verlieren? Also glaubst du daran, dass es einige Kinder geben wird, die nach dieser Zeit nicht mehr Handball spielen? Ja, ich glaube das schon, auch wenn ich es mir persönlich natürlich nicht erhoffe, aber ich bin da recht rational unterwegs und in der heutigen Zeit, wenn man dann zu lange aus einer bestimmten Sportart raus ist, dann hat man auch wieder andere Themen, Digitalisierung, diese ganzen Geschichten, die man heute mit dem Handy macht. Sicherlich sind auch andere Sportarten jetzt nicht aktiv, gar keine Frage. Also das ist nicht so, dass wir jetzt irgendwie an großartig andere Sportarten Kinder verlieren, vielleicht ein paar Individualsportarten, okay, aber wenn ich mal Mannschaftssportler bin, dann bleibe ich wahrscheinlich auch im Mannschaftssport. Und da würde ich mir einfach nur wünschen, dass die Leute in den Vereinen da einen engen Draht zu den Mannschaften haben und die auch beschäftigen und über kleine Aufgabenstellungen schon mal so eine Woche ohne Training dann eben auch gestalten. Und wenn es nur eine Stadt-Land-Fluss-Geschichte mit Handball begriffen ist und man macht einen Wettbewerb in der weiblichen Ehe von einem Verein XY. Aber bedeutet das im Endeffekt auch, dass es fast noch wichtiger ist als, also nicht falsch verstehen, wir haben die ganze Zeit darüber gesprochen, wie wichtig es ist, irgendwann den Trainingsbetrieb wieder aufnehmen zu können, bevor eine Saison wieder startet, und dafür seid ihr da, ihr wollt es unbedingt forcieren, aber ist es fast noch wichtiger, dass zunächst einmal sichergestellt wird, dass zumindest der Kinderhandball oder der Kindersport wieder geöffnet wird? Aus meiner Sicht definitiv ja, weil das verschiedene Ebenen sind. Und da müssen wir unbedingt auch ganz wachsam sein und sensibel. Und deswegen meine Werbung auch für die Installation wirklich guter Konzepte bezüglich Mitgliedergewinnung und natürlich auch das Halten von Mitgliedern ist unbedingt eine Riesenaufgabe für uns. Und die Kinder müssen auch wieder in die Hallen. Wir reden auch über Übergewichtigkeit, über Bewegungsarmut. Wir haben so viele Dinge zu tun und den Auftrag, den wir gesellschaftlich haben, der hat auch damit zu tun. Also es geht nicht nur rein ums Handballspielen. Es geht einfach darum, dass Kinder Sport treiben. Und das ist so ausgesprochen wichtig. Und das
wissen auch alle Verantwortlichen und dafür werden wir auch gute Konzepte entwickeln und auch dafür kämpfen, dass wir das so schnell. Werden Sie das nächste Woche auch der Landesregierung sagen? Ja, eindeutig ja. Und das muss ich denen gar nicht sagen, das muss ich auch wirklich deutlich machen. Ich denke, wir können natürlich auch mit unseren 40.000 Mitgliedern aus dem Handball und wenn wir den Teamsport sehen, mit 200.000 Mitgliedern in Schleswig-Holstein sicherlich auch da einen gewissen Druck, will ich nicht sagen, das ist jetzt Fehler am Platze, aber mir fällt nichts anderes ein im Moment, auch deutlich machen, dass wir bereit sind, die Hallen wieder zu beleben und dass wir das auch für zwingend gesellschaftlich notwendig empfinden und da lassen wir auch nicht locker. Also und das wird auch dort Thema sein, ganz sicher. Das ist das Schlusswort von Dirk Petersen, Präsident des Handballverbandes Schleswig-Holstein. Danke dir, Dirk. Danke, ja, sehr gerne. Dankeschön. Geschäftsführer des Handballverbandes. Für alle, die, erstmal vielen Dank an euch, dass ihr so viele Fragen eingesendet habt. Für alle, die erst später dazugekommen sind oder die Mitspielerinnen, Mitspieler, Freunde, Verwandte etc. haben, die sagen, boah, die Sendung hätte ich eigentlich auch gerne gesehen. Das hätte ich spannend gefunden, was die beiden gesagt haben. Kein Problem, das Ganze hier wird natürlich gespeichert und ist als Aufzeichnung weiterhin zu sehen. Und wir werden in den kommenden Tagen natürlich auch noch durch Highlight-Schnipsel und Zitatkacheln und so weiter nochmal das Ganze in den sozialen Netzwerken pushen. Also, euch ganz vielen Dank. Passt gut auf euch auf, bleibt gesund und kommt gut und heil durch diese Zeit. Es werden noch anstrengende Wochen für alle Beteiligten im Handballsport, glaube ich. Aber wir nehmen den Optimismus von euch mit. Das habe ich rausgehört. Das ist wunderschön. Alles Gute an alle. Ciao, bleibt gesund. Vielen Dank an euch beide, dass ihr durch dieses Format genau die Informationen auch transportiert. Wir versuchen es auf jeden Fall und fanden es klasse, dass ihr Rede und Antwort standet sozusagen und uns einen Einblick gegeben habt, wie es eigentlich abläuft, denn das muss ja auch mal transparent gemacht werden. In diesem Sinne, euch vielen Dank fürs Zuschauen. Nächste Woche sind wir wieder für euch da, dann aber schon am Dienstag, 20.15 Uhr, Twitch, sprungwurf.tv. Bis dahin, euer Form. Ciao. Ciao. Tschüss.